Ihr werdet denken, ich gehe in diesen Film und gehe automatisch davon aus, dass ich ihn hassen werde und ich gebe ihm eine schlechte Review. So ist es nicht. Ich habe meine Vergangenheit mit dem Transformers-Franchise. Ich habe keine einzige Sekunde der Originalzeichentrickserie gesehen. Das war nicht meine Zeit, ich war nicht die Zielgruppe. Ich kenne nur die Kinofilme und diese neuere CGI-Serie. Die hat mir ein Freund von mir, Julian, den ihr auch schon in einer dieser Reviews gesehen habt, Avengers Age of Ultron, er hat sie mir gezeigt. Die Serie ist sehr gut. Mit den Transformers-Filmen, ich mochte damals den ersten. Hab ihn vor ein paar Tagen nochmal gesehen und mag ihn nicht mehr. Weil der erste war, als ich ihn mochte, das ist in dem Sinne ja dummer Actionfilm in dem Sinne, aber wirklich halt was Neues, halt so eine Art von Action hat man wirklich noch nie gesehen vorher. Und die Art und Weise, wie es Michael Bay inszeniert hat, war in dem Sinne gelungen. Jetzt inzwischen stört mich echt so vieles an diesem Film, was mich auch an den anderen Filmen stört. Abgesehen davon, dass er halt kürzer ist als die anderen. Teil 2 und 3 muss ich auch gar nicht viel drüber reden, weil es ist der exakt selbe Film. Halt nichts hat sich verändert. Sie werden einfach nur immer länger und in dem Sinne auch immer furchtbar. Obwohl der dritte ist ein klein bisschen besser als der zweite. Kleinen Tacken. Ehrlich gesagt, jetzt rückblickend muss ich sagen, der vierte ist der beste. Weil der einfach so ehrlich strunzdumm doof ist und sich sowas von dermaßen nicht ernst nimmt. Und all das, was mich so dermaßen genervt hat in den ersten drei Filmen, wurde zurückgefahren. Halt diese blöden Comic-Relief-Sachen und der Rassismus und diese Militärverherrlichung. Das wurde alles echt runtergedreht. Wo ich mir dachte, vielleicht haben sie tatsächlich was gelernt. Der vierte hat die schlechtesten Reviews von allen gekriegt, aber halt, okay, verstehe ich schon. Aber trotzdem, ich meinerseits, der vierte ist ein Guilty Pleasure für mich. Dementsprechend dachte ich mir bei diesem Verweis. Also deshalb bin ich offener rangegangen, weil Mark Wahlberg machte im vierten wirklich eine gute Figur als der Protagonist und so weiter. Und ich dachte mir, echt, ich bin so müde. Ich bin so müde und ich fühle mich so furchtbar und so kaputt und ich fühle mich krank und ich habe Kopfschmerzen. Und es ist einfach, ich hab's so satt. Ich hab's so satt. Wo fange ich an? Ja, ich weiß. Mit dem Paramount-Logo. Das Paramount-Logo schießt uns Feuerbälle entgegen. Und dann folgt die Kamera den Feuerbällen. So. Und dann sehen wir, die Feuerbälle landen auf einem Schlachtfeld. Das ist das exakt selbe Schlachtfeld ist wie in Gladiator und Snow White in The Huntsman. Wenn das nicht der exakt selbe Drehort ist, dann fresse ich einen Besen. Ja, eine Schlacht geht da ab zwischen den Rittern der Tafelrunde unter King Arthur gegen die Angelsachsen. Und zugegeben, diese Sequenz war sehr viel besser als alles in King Arthur Legend of the Sword. Und die ersten ungefähr 5 Minuten sind das vielleicht, die haben mich ehrlich gesagt in das Licht geführt. Weil davon ausgehend habe ich mir gedacht, das könnte was werden hier. Denn diese Schlachtszene ist der Wahnsinn. Brennende Menschen fliegen schreiend durch die Luft. Leute werden aufgespießt mit Lanzen und Schwertern. Äxte werden in Leute gerammt. Gigantische Dornkugeln, auch die in Flammen stehen, schlagen ins Schlachtfeld ein. Wirklich, es ist Pferde, Menschen sterben. Es ist der Wahnsinn. Und während all diesem Gemetzel schneiden sie auf Merlin, der auf seinem Pferd in die Berge reitet, mit einem Flachmann in der Hand und Merlin gespielt von Stanley Tucci. Also all das. Boah, boom, Schlacht, Schlacht, Blut, Blut. Cut zu Merlin. Oh, ich bin sturztrunken. Und sofort. Und Merlin. Und dann Voice-Over von Anthony Hopkins, wo ich kurz dachte, ich wäre in einem der Thor-Filme, weil das hat mich exakt daran erinnert. Magie existierte schon damals in Form von einem außerirdischen Raumschiff, das auf der Erde landete. Und Merlin reitet zu diesem Raumschiff und da sind diese Transformer, wie auch immer. Und dann erscheint dieser dreiköpfige Drachentransformer, der die Schlacht für sie entscheidet. Und dann schneiden wir rüber zu Optimus Prime im Weltall, halt wie am Ende vom letzten Film. Halt. Und dann der Titel Transformers The Last Night. Und ehrlich gesagt, meinetwegen, kauft euch die Kinokarte, guckt diese Szene und sobald auf dem Bild die Worte erscheinen, Transformers The Last Night, dann geht raus. Dann geht raus.
Die Transformers sind inzwischen illegal. Es gibt jetzt ein eigenes, ich denke, so pseudomilitärisches Team, das die jagt. Bis auf bestimmte Transformer, die irgendwo am Strand Basketball spielen, zusammen mit John Turturro, der schon wieder in diesem Film ist. Fuck! Mark Wahlberg, ernsthaft, ich muss euch nichts über den Inhalt sagen, gar nichts. Ich muss euch nur ein paar Stichworte sagen und dann wisst ihr ganz genau, was dieser Film ist. Gut, also ein paar Stichworte, ja. Merlin, ein Talisman, die Ritter der Tafelrunde, Merlins Stab, Ritter-Transformer, Anthony Hopkins, ein Ninja-Butler-Roboter, ein französischer Transformer, kurz nach Anfang schneiden wir zu dieser Szene. In all diesen Trailern sieht man das. Diese Gruppe von Kindern. Halt ein Mädchen und vier Jungen sieht man immer im Trailer. Was es aussehen lässt, als wäre das Stranger Things mit Robotern. Nope. Nope. Diese vier Jungs sind in 5 Minuten des Films ungefähr. Und das Mädchen ist in der ersten halben Stunde des Films. Und dann kommt sie für die letzte halbe Stunde nochmal. Und zwischendurch ist sie weg. Und das ist ernsthaft das ist eine verpasste Chance. Denn dieses Mädchen gibt hier alles. Also, wo ich wirklich dachte, die will eine Karriere nach diesem Film haben. Die will nicht, dass ihr letzter Film ein Michael Bay-Film ist. Sie schauspielert hier bis ins allerletzte. Also es ist echt der Wahnsinn, was sie aus dieser Rolle macht, weil sie ist so dermaßen emotional. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie alt die Schauspielerin ist, vielleicht 15, 16, also sieht sie ungefähr aus. Im Film soll sie 14 sein, das sagen sie spezifisch. Und Michael Bay filmt sie trotzdem genauso wie all die anderen weiblichen Protagonisten aus seinen Filmen. Er filmt sie ehrlich gesagt sexistischer als die tatsächliche erwachsene Frau, die in diesem Film mitspielt. Wenn sie in der ersten Szene auftaucht mit einem Tanktop und in Zeitlupe rennt und später, wenn sie diese extrem kurzen Shorts anhat und er filmt sie von oben und er hat immer mit diesen tief ausgeschnittenen Tops und so weiter, denke ich mir, das fühlt sich so falsch an. So falsch. Also das war extrem schamlos, muss ich sagen. Also wow. Ja, und Mark Wahlberg lebt jetzt auf diesem Schrottplatz, wo er die Transformer versteckt, die er halt im vierten kennengelernt hat. Und das Blöde ist, weil ich mochte diese Transformer im vierten, ich mochte diesen Samurai-Typ, ich mochte diesen britischen grünen Transformer, ich mochte den John Goodman Transformer größtenteils. Und hier sind die auch nur am Anfang und am Schluss halt, die machen wirklich nicht viel, was richtig, richtig scheiße ist. Und stattdessen konzentrieren sie sich auf diese Baby-Transformer, die 1:1 die Clique, die Littlefoot-Clique aus In einem Land vor unserer Zeit nachstellen. Das hat mich auch genervt. Wir haben so viele nervige Comic Reliefs, halt wirklich exakt so wie in den ersten drei Filmen. Wir haben den schwarzen Gehilfen von Mark Wahlberg, der nichts anderes macht, als die ganze Zeit rumzurennen. Ah, oh nein, oh nein, oh nein! Also wir haben diesen beschissenen Wissenschaftler, der die ganze Zeit dieses Zeug vor sich hin, oh ja, und von wegen Physik, und wir müssen die Atombomben da hinschießen und dann ist es eine Kettenreaktion, und wir lassen uns hier auf Physik, verdammt nochmal, jedes Mal, wenn der auftaucht, ich wäre fast rausgegangen. Wir haben irgendeinen blöden Regierungstyp, der diesem Typ gar nicht zuhören will, wir haben John Turturro die ganze Zeit am Telefon, was noch für Comic Relief, wir haben halt diesen Mini-Transformer aus dem zweiten Teil. Wir haben diesen R2-D2-Abklatsch, der mich wahnsinnig aufgeregt hat und dessen Design ich so gehasst habe. Es gibt so viele Comic Reliefs in diesem Film. Aber der Schlimmste, der Allerschlimmste. Ja, wir haben diese verschissenen, die waren die zwei Schlimmsten. Der britische Mütterclub. Aber der Allerschlimmste ist der Butler-Transformer von Anthony Hopkins. Der ist ein neues... Der ist ein neues Tief
ein neues verdammtes Tief in dieser Scheißreihe. Dieses Mistding tut nichts anderes, als die blödesten, verschissensten Sprüche loszulassen. Die ganze... Anscheinend hat der Ninja-Kräfte, was weiß ich, und er sieht halt wirklich aus wie ein Austausch C3PO und darüber machen sie auch noch einen Witz. Und danach kann man nichts anderes mehr sehen als das und nichts aus dem Nichts, die ganze Zeit die blödesten Sprüche, die verschissensten Drecksachen, die er sagt, die komplett immer jede Stimmung killen. Ihr zwei seid jetzt auf meiner Arschlochliste. Keine Ahnung. Sitz am Steuer von dem Auto. Move, bitch, get out of the way. Also ich kann gar nicht alles zitieren, was dieses Arschloch sagt. Es ist so furchtbar. So furchtbar. Pure Folter. Ja, die vier Jungs, die man am Anfang sieht, auch Comic Relief. Schlimmstes Comic Relief auch überhaupt. So nervig. Ah! Das Einzige, was humortechnisch funktioniert, ist Mark Wahlberg. Denn meine Fresse. Er ist so... In diesen zwei Filmen, die er jetzt bisher war, von den Transformers, er ist so liebenswert und er weiß, dass das Schrott ist. Und er macht Spaß. Er macht wirklich Spaß und er hat gute Chemie mit den Robotern und all den anderen Schauspielern. Und er hat einige richtig gute Sprüche. Halt, wenn er die Kinder rettet aus dieser nuklearen Warzone vor diesen Robotern, wie auch immer. Und da sagt so der eine Junge so, hey, Sie sind Kate Jaeger. Das war Mark Wahlbergs Name. Sie sind Kate Jaeger, Sie werden gesucht. Ja, ja. Und ja, wenn man Sie verrät, bekommt man eine Belohnung. Ach wirklich? Willst du gern eins hart auf die Fresse? Ja, gut. Also, es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage. Es gab noch einen anderen Spruch, der lustig war. Und der kommt von Anthony Hopkins. Anthony Hopkins ist dieser Earl in Schottland oder in England. Ich weiß nicht, irgendwo in Großbritannien halt. Der hat noch einen anderen Roboter gehilfen, halt so ein Auto, und das ist Franzose anscheinend, halt, was, der spricht mit französischem Akzent, und dann lehnt er sich ins Fenster hinein, um ihre Konversation zu lauschen, und sagt dann irgendwie, ah, mon ami, darf ich lauschen, halt so ungefähr so, und ich hatte dieses Jahr schon einen Film mit einem computeranimierten Franzosen. Ja, dieser Film war schlimmer als das Beauty and the Beast Remake. Aber dann, also, darf ich lauschen und so weiter. Was ist der? Wie heißt der? Nein, nein, nein. Und Anthony Hopkins, nein, nein, er heißt so. Man kann es schlecht verstehen wegen seinem französischen Akzent. Ist der Franzose? Nein, er mag nur den Akzent. So, staubtrocken gesagt. Das war gut. Aber dieser goldene Butler-Roboter, ich habe ihn so gehasst. Ich habe ihn so furchtbar gehasst. Das ist ein Film, wo eine wichtige Figur stirbt und eine andere Figur steht da neben ihm, während diese Figur stirbt. Und nachdem sie gestorben ist, sagt diese Figur, von allen anderen fand ich schon immer, sie waren der Coolste. Eine der letzten Zeilen in diesem Film ist, wir haben es geschafft, Bro. Alles, was ich euch sonst noch sagen, vielleicht hat einiges nicht so ganz Sinn ergeben, was ich vorher an Stichworten fallen gelassen habe. Vielleicht liegt das daran, dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass am Schluss halt alles mit Stonehenge zusammenhängt. Und mit dem Superkontinent. Ja, das sind die Plotpunkte in diesem Film. Diese Tentakel-Transformer-Göttin-Zauberin? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Scheißegal. Verwandelt Optimus Prime in einen Bösewicht. Und jetzt ist er Nemesis Prime. Und er soll für sie den Stab von Merlin holen. Ja, was erfahren wir noch in diesem Film? Wir erfahren, dass Sam Witwicky und seine Familie direkte Nachfahren sind von Merlin. Und Merlin war der erste der Witwickens, einer Organisation, die sich durch die ganze Weltgeschichte zieht. Hat angefangen bei Merlin. Und das zieht sich über sämtliche großen Genies dieser Welt, halt über Mozart, über... Halt über alles, keine Ahnung. Oh ja, und wir erfahren, dass die Transformers Hitler mit einer Uhr getötet haben. Kein Kontext dazu. Halt, das ist alles, was wir erfahren. Oh, übrigens, so diese Mini-Transformer-Uhr. Und Anthony Hopkins gesagt, oh, davon würde ich abraten. Nicht anfassen. Diese Uhr hat Hitler getötet. Das ist alles, was wir erfahren. Halt, nichts weiter. Anthony Hopkins hat ein Gespräch mit dem Premierminister von Großbritannien. Putin wird einmal erwähnt. Ein Planet wird an die Erde gekoppelt.
Ja, Josh Duhamel ist wieder dabei. Dieser verdammte, den ich in 2,5 der Transformers-Filme gehasst habe. Ich hatte nichts gegen ihn in der ersten Hälfte des ersten. Aber dann wurde er so furchtbar. Und in Teil 32 ist genauso. Dieser verschissene Soldatenkackarsch. Und ich habe nichts gegen Josh Duhamel persönlich. Ich hasse nur seine Rolle hier. Okay. Und was passiert noch? Merlin nachfahren. Dieser Comic Relief Roboter singt und spielt den Soundtrack mit auf einer Orgel an einer Stelle. Ja, die Magie von Merlin kam von den Transformern. Es ist schon ganz schön traurig, dass King Arthur tatsächlich nicht der wahnsinnigste King Arthur Film war, der dieses Jahr rauskam, sondern jetzt wurde ihm der Rang abgelaufen von Transformers The Last Night. Und Optimus Prime, insgesamt ist er, glaube ich, in diesem Film ungefähr für 15 Minuten oder so. Und er sagt so oft, ich bin Optimus Prime. Oder halt auch, ich bin Nemesis Prime. So oft. Es gab einige Stellen, außer mir, das war der größte Saal in Itzehoe, außer mir saßen da, glaube ich, 6 Leute, Gott sei Dank. Aber es gab wirklich ein paar Stellen, ich wäre fast aufgestanden und hätte laut gerufen, fuck you. Halt wirklich, ich konnte mir gerade noch verkneifen, weil echt, ich hatte es so satt, so satt. Es scheint so, als entwickelten wir uns sehr langsam weiter, aber inzwischen scheint es die Leute begriffen zu haben. Denn dieser Film bekommt nicht nur die schlechtesten Kritiken, aber die haben alle schlechte Kritiken gekriegt. Aber er hatte auch das schlechteste Startwochenende und anscheinend sind wirklich nicht mehr die Leute interessiert an diesem Franchise. Wo ich mir denke, gut, denn ich hoffe, dieser Film underperformt und ich hoffe, wir sehen nicht mehr davon. Halt, was sie für einen Wahnsinnsplan hatten, dass sie ernsthaft dachten, sie machen jetzt noch 17 Filme von diesem Zeug. Unter anderem halt einen Bumblebee Einzelfilm, der in diesem Film ohne jeden Grund irgendwann einfach seine eigene Stimme wieder hat. Halt, ohne Erklärung kriegt er sie einfach wieder. Halt. Was stelle ich überhaupt die Logik von diesem Film in Frage? Es gibt keine Logik. Wie gesagt, Mark Wahlberg ist unterhaltsam. Mark Wahlberg macht Spaß. Anthony Hopkins, fand ich, machte Spaß, auch wenn seine gesamte Rolle eigentlich nur ist, Expositionsdialog zu liefern. Halt sei es nur, wenn er direkt mit dem Zuschauer spricht am Anfang, also so ähnlich wie Mr. Hyde in Die Mumie. Dieser Film war besser gemacht als Die Mumie, aber ehrlich gesagt, das war auch das Komische. Denn er fühlte sich, auch wenn man hier ganz viel von dem Michael Bay-Quatsch hat und so, es wirkte nicht so ganz irgendwie Michael Bay hundertprozentig. Wo ich das Gefühl habe, er ist der lustloseste Typ am Set inzwischen. Denn, also man merkt, er hat keinen Bock mehr hier auf dieses Franchise, weil es wirkt wie Michael Bay auf Autopilot. Halt die anderen 4 Filme, da hat er wirklich alles gegeben. Das war wirklich Michael Bay 180%. Aber hier ist es sowas von auf Autopilot. Und nur ganz selten hat man wirklich das Gefühl, oh ja, das ist definitiv so eine Michael Bay-Einstellung und so weiter. Ansonsten ist es wie jeder generische Blockbuster. Halt, alle anderen wollen einen anderen Job. Halt, der Kameramann, die... Nicht die Autoren, aber die Special Effects-Macher, denn der Film sieht nach wie vor großartig aus. Hat immer noch grandioses CGI, grandios aussehende Roboter, all das. Megatron hat ein anderes Design aus irgendeinem Grund. Und zwischendurch erpresst er die Regierung und lässt 2 Geiseln frei dafür, dass sie ihm ein paar Decepticons freilassen. Und die sehen alle aus wie diese Punkrock-Decepticons, als wären die direkt aus Mad Max Fury Road. Unter anderem halt so ein, im Prinzip wirklich so ein kleiner Punker-Transformer. Und dann diese anderen, die auch so angemalt sind. Und die werden vorgestellt in einer Form irgendwie, wo sie dann sagen, ich möchte, dass folgende Decepticons freigelassen werden. Einmal Berserker. Und dann sieht man halt diesen Transformer halt so angekettet. Stoppbild. Und hier wird in Schrift eingeblendet Berserker. Als wäre es ein Guy Ritchie-Film. Halt wieder eine Referenz zu King Arthur, Legend of the Sword. Und das ist die einzige Szene, die so ist. Halt alle diese Transformer werden dann vorgestellt mit ihren Namen auf dem Bildschirm und mit Stoppbild. Was? Und fast alle von denen werden in der nächsten Szene getötet. Gott. Oh Gott. Oh, dieser goldene Roboter-Butler ist so furchtbar, er ist so schrecklich. Das war einfach eine absolute Zumutung.
Es gibt einen Nazi-Flashback, wo sie irgendwie, weiß nicht, wo sie ein paar Nazis angreifen, aber halt, wir sehen nicht das, was mit der Uhr passiert. Das hätte mich ja mal interessiert. Halt, die erwähnen hier Filme, die sehr viel geiler gewesen wären. Macht mir einetwegen einen kompletten Film aus diesem King Arthur-Zeug vom Anfang. Das wäre interessanter gewesen. Das war das Beste am Film. Auch wenn das mit Merlin, mit dem Stanley Tucci Merlin halt komplett so an irgendwas Ernstes vorbei inszeniert war. Das war halt albern, aber wie auch immer. Inzwischen, ihr solltet wissen, was euch erwartet. Und ich fand, der vierte war einfach so schön durchgeknallt, dass ich über viele Fehler hinweggesehen habe. Halt sogar über diesen Arschlochfreund, den die Tochter von Mark Wahlberg hat. Oh Gott, wer mich noch tierisch aufgeregt hat, ist die Hauptdarstellerin. Halt nicht das Mädchen, sondern halt diese britische Frau, die eine Museumsführerin ist. Sie war furchtbar. Furchtbares Schauspiel. Grauenvoll. Und sie ist auch halt einfach nur dazu da, um halt Beine und Ausschnitt in die Kamera zu halten, größtenteils. Und sie machen sie dann halt zu der direkten Nachfahrin von Merlin, sodass sie die Einzige ist, die diesen Stab bedienen kann. Aber das trägt handlungstechnisch kaum was bei, weil sie nichts mit diesem Ding anfangen kann. Und eine neue Waffe wird etabliert, die Transformers offensichtlich haben. Und zwar Zeitkugelbomben. Halt, sie schmeißen irgendwie diese Bomben und dann entsteht so eine Luftblase um Leute und das verlangsamt dann die Zeit. Okay, er hält immerhin für ein paar nette Visuals. Ehrlich gesagt, das 3D ist ziemlich gut. Halt in Itzehoe hat man nicht immer so die besten Möglichkeiten, das in 3D zu gucken. Aber selbst auf diesem Bildschirm, also wenn ihr das auf einem extrem großen Bildschirm guckt, wenn ihr diesen Film unbedingt gucken wollt, würde ich sagen, geht in die 3D-Vorstellung. Denn das 3D ist wirklich gut. So viel kann ich sagen. Aber sie war so furchtbar. Und sie wird vorgestellt in einer Szene, wo sie Crockett spielen. Also halt, nein, Polo, halt das, wo sie halt im Prinzip Crockett spielen, aber auf einem Pferd. Und das ist eine Polo-Szene, die halt gefilmt ist im Michael Bay-Stil. Ihr wisst, wie Polo aussieht, nicht wahr? Reiten auf Pferden, prock, aber Michael Bay filmt das, als wäre es eine Schlacht. Halt in Zeitlupe mit den Pferden, so von schräg unten gefilmt, natürlich die Musik. Prock. Halt, Michael Bay Polo, das war halt in dem, da musste ich lachen, weil das so schön übertrieben inszeniert war. Und diese, so Stereotyp, wie diese Briten sind, und da sitzen diese vier Mütter die ganze Zeit herum bei dieser britischen Vivienne, bei dieser britischen Frau halt. Und die sagen so, oh, du brauchst einen Freund, meine Liebe, du musst dich endlich verheiraten, gucken wir doch in die Anzeige. Hier sucht jemand, BBW, was ist das? Ich glaube, es ist ein Auto, Luis. Nein, das bezeichnet die Körperbau einer Frau. Und ernsthaft, so benehmen die sich. Gott sei Dank sind sie, glaube ich, nur in zwei Szenen, aber das ist schon schlimm genug. Diese verschissenen Comic-Relief-Versuche hier, die nicht witzig sind, und es sind so viele Figuren so viele. Es sind zwar viele Szenen mit den Es gibt viele Szenen mit Robotern in dem Sinne, wo ich mir denke, okay, immerhin fühlt es sich teilweise so an, als wären die Transformers diesmal die Hauptdarsteller. Halt nicht so wie in den ersten drei Filmen, wo sie Nebendarsteller waren in ihrem eigenen Franchise. Aber so viel Zeit wird halt verwendet auf die beschissenen Roboter, halt auf den goldenen Butler-Arsch und dann auf den auf diesem mit französischem Akzent und halt, wie gesagt, Optimus Prime ist nur in ungefähr 15 Minuten, aber ihn fand ich halt auch nervig hier, weil wirklich, es ist nichts Neues wird geboten mehr, wirklich, halt, die übertreffen sich jedes Mal so, was die bescheuerten Plots angeht, aber die haben keinen Spaß mehr damit, nichts mehr macht Spaß hier. Ich war so gelangweilt und so frustriert und so sauer. Halt, das war diese typische Art von Screening, wo ich wirklich da total verkrümmt saß. Halt, weil ich dachte, sonst irgendwann. Ah! Halt, der Film hat mich dazu gezwungen, dass ich mich unbehaglich hinsetzen musste. So eine Art von Film war das. Echt, ich kann nicht mehr. Ich will's nicht mehr. Ich hab so die Schnauze voll davon. Ich hab die Schnauze voll von diesen Scheiß-Blockbustern, die nichts zu bieten haben. So langsam kriege ich auch echt die Krise. Echt, es tut mir so in der Seele weh, weil man halt auch wirklich sehen kann, hier wurde sich viel Mühe gegeben, weil das sieht aus wie ein teurer Film und das muss wahnsinnig aufwendig gewesen sein mit der Koordination der Special Effects und den
und den Autoverfolgungsjagden und der Lizenzierung von all dem und so weiter. Und man sieht, hier steckt eine Menge Arbeit drin, aber es ist für nichts. Für nichts. Halt vier Autoren haben das zusammengeschustert und der Film wurde geschnitten von 6 Leuten. 6! So 6. Seht ihr? So, der Film hat mich so hirnlos gemacht. Ich weiß nicht mal mehr, wie man 6 zeigt mit den Fingern. 6 Editoren sind hier dran beteiligt. Und einer der Autoren ist natürlich, einer der Autoren ist Akiva, ich ruiniere alles, was ich anfasse, Goldsman. Immerhin halt nicht mehr Aaron Kruger, also immerhin da haben sie dazugelernt, aber trotzdem, 4 Autoren, einer von Akiva Goldsman, halt hat immer noch nichts dazugelernt. Halt, Michael Bay hat schon nach dem 3. gesagt, er will eigentlich nicht mehr. Dann hat er den 4. gemacht und hat gesagt, er will nicht mehr. Jetzt hat er den 5. gemacht und hat gesagt, er will nicht mehr. Garantiert macht er noch einen 6. Wer weiß. Und der wird dann irgendwie noch lustloser inszeniert werden. Was zur Hölle sollen die noch machen? Halt, ich hoffe, die machen nichts mehr. Es ist wirklich, wir haben die Schnauze voll von diesen Franchisen, die uns nichts Neues bieten. Halt, sei es jetzt Flut in Karibik 5, Transformers 5, Rings. Echt, meinetwegen, wie gesagt, halt, Franchises kann wundervoll sein. Wir sehen das an Star Wars, wir sehen das an den Marvel-Sachen, aber die machen mit jedem Film auch was Neues. Halt, es ist nicht jedes Mal was komplett Neues, aber sie machen andere Sachen damit. Es sind andere Charaktere, es sind andere Handlungen. Es wird in irgendeiner Form etwas vorangetrieben. Und hier, obwohl hier so nah war der Planet auch nie an seiner Vernichtung dran, am Schluss hat man trotzdem nicht das Gefühl, dass irgendwas vorangebracht wurde. Sondern einfach, ja, es ist einfach ein weiterer, irgendwas weiteres passiert und die Erde hat überlebt. Halt, wie auch immer. Halt, was soll man noch tun? Was kann man noch tun? Halt, was man auf jeden Fall tun sollte, ist aufhören damit. Hört auf mit dieser Reihe. Hört auf, tut was. Fordert euch selbst heraus. Tut irgendwas. Irgendwas mit mehr Gedanken dahinter, mit mehr Freude. Halt, damit tut ihr niemandem einen Gefallen. Halt, weder den kleinen Kindern, die sich das angucken, noch den Oldschool-Transformers-Fans, noch irgendwem, der in irgendeiner Form einfach Spaß haben will im Kino. Weil das bietet das hier nicht mehr. Trotz der mini-kleinen Lichtblicke, die ich hier aufgezählt habe, bietet das einfach nichts mehr. Also, verglichen damit ist Flut in Karibik 5 echt irgendwie einer der besten Filme des Jahres. Und er ist der kürzeste seit dem 1., aber trotzdem fühlt er sich so lang an, weil auch einfach, das fühlt sich nicht an wie halt irgendwie ein 3-Akt-Film. Es fühlt sich einfach nur an wie Szenen, die lose miteinander verknüpft sind. Es ist pures ADHS. Nichts hat in irgendeiner Form einen Flow oder einen Rhythmus. Sachen passieren einfach. Halt, eine Sache passiert und dann passiert die nächste ohne irgendeine Vorbereitung. Wir werden von Location zu Location geschmissen. Gleich innerhalb der ersten 5 Minuten sind wir ungefähr an 10 verschiedenen Orten, nachdem der Titel eingeblendet wurde. Und sie bringen halt all diese Scheißcharaktere zurück, die wir nicht brauchen. Da John Turturro verbringt seine ganze Screentime nur am Telefon. Und wie gesagt, so viel beschissenes Comic Relief, was nicht im geringsten lustig ist. Gott, wer auch immer die Idee hatte mit diesem Butler-Roboter, wer auch immer die Idee hatte, dem gehört sowas von einer reingehauen. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Scheiß auf diese Reihe, wirklich. Scheiß auf diesen Zustand, in dem mich diese Filme inzwischen versetzen. Halt wirklich, weil die Mumie war auch halt schlecht, aber der war in irgendeiner Form, konnte man wenigstens ein bisschen mehr darüber reden, weil halt das auf eine andere Art fehlkalkuliert war. Und das hier ist einfach, sie versuchen was Neues zu etablieren, aber das ist dann nicht mehr als ein kläglicher Vorstoß und dann wird nicht mehr darauf eingegangen. Halt, yay, das hat mit einer Tafelrunde zu tun mit Merlins Zauberstab und ein Talisman, der sich dann in ein Schwert verwandelt. Und
Und wie auch immer, ein Kampf auf einem Schiff, das dann aus dem Wasser kommt und Bumblebee kriegt plötzlich im Kampf seine Stimme wieder gegen Optimus Prime und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht. Es ist mir sowas von scheißegal. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hab die Faxen echt dicke. Ich hab die Schnauze so voll. Oh. Halt von wegen, ja, ich hab gewusst, worauf ich mich einlasse, aber ich hab halt trotzdem, ich gehe halt immer noch in sowas rein mit der Hoffnung, dass in irgendeiner Form was passiert einfach. Halt in irgendeiner Form wird man vielleicht belohnt für sein Vertrauen, dass man halt in dem Sinne die Kilokarte auslöst und so, aber echt. Dann wird gar nicht, es wird einem ins Gesicht gelacht und man wird immer nur angeschissen von diesem Film, halt nur angeschissen. Wo die sich sagen, ihr kauft doch die Tickets sowieso, ganz egal wie schlecht die Kritiken sind oder was auch immer ihr denkt, ihr kauft die Tickets sowieso und ihr geht da rein, ihr dumm kleinen Marionetten. Halt ich in dem Sinn, ich gehe mit der Herangehensweise auch da rein, weil ich bin ja Kritiker und tue da meine Meinung kurz in der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand das sieht und dann meine Meinung in dem Sinne akzeptiert, dass ich ihn vielleicht sogar entweder dazu überreden kann, diesen Film zu sehen oder nicht zu sehen. Aber wenn ihr ernsthaft richtig dolle Bock habt auf den Film, werdet ihr ihn sowieso gucken. Wahrscheinlich habt ihr ihn schon gesehen. Und dieser Film hatte ein Review-Embargo für die ersten paar Tage, halt von wegen, man durfte keine Reviews veröffentlichen für diesen Film. Und wenn ein Film das macht, sagt er schon automatisch, dass er scheiße ist. Denn gute Filme machen sowas nicht. Wenn ein Film sagt, oh, es gibt ein Review-Verbot bis zu dem und dem Datum, kurz bevor der Film rauskommt. Automatisch stempelt er sich ab als scheiße. Warum macht ihr es dann überhaupt? Wisst ihr, dann sagt meinetwegen, bringt es dann doch hinter euch mit den schlechten Reviews. Denn anscheinend bringt das sowieso nichts. So viele Leute gehen ja trotzdem immer noch rein. Auch wenn es sein kann, dass er nicht so viel Geld einspielt, wie sie wollen. Also er hat ja den niedrigsten Start von allen. Weil inzwischen anscheinend wachen die Leute langsam auf und wollen Qualität. Und wollen Sachen, die gut sind. Aber was bestimmte Inhalte angeht, kann man wirklich an den Fingern abzählen, was passiert. Halt, Nostalgia Critic hatte vor ein paar Tagen ein Video rausgebracht. Er hat den Film nicht gesehen, aber hat halt im Prinzip inhaltlich beschrieben, was er erwartet, was in diesem Film passiert. Und ehrlich gesagt, er hatte größtenteils recht. Und das sollte nicht passieren mit Filmen allgemein. Sollte nicht passieren, aber inzwischen, wenn man wirklich absolut vorbeten kann, was passiert, auch wenn der hier von der Struktur her bisschen anders ist als die ersten drei. Der vierte war auch anders als die ersten drei. Aber inzwischen sind wir überfüttert. Wir können nicht mehr und es ist einfach nur noch, es ist nichts mehr überwältigend. Einfach. Also die können noch so viel Slow Motion machen mit Robotern, die sich transformieren und Explosionen und gigantische Dinge, die auf die Erde herabstürzen und etc. Und Flugzeuge crashen und schießen und Low-Angle-Shots von Leuten, die aus Autos steigen und all das. Aber inzwischen hat es alles verloren, was das mal in irgendeiner Form interessant gemacht hat. Michael Bay hat es geschafft, Action und Explosion langweilig zu machen. Halt, er hat es im Alleingang geschafft. Und das ist jetzt passiert, halt nichts davon überwältigt einen mehr, nichts davon interessiert einen mehr. Ich hatte nicht den geringsten Spaß und ich will nicht mehr. Und wenn der nächste Film, den ich sehe, nicht gut ist, dann glaube ich, muss ich in irgendeiner Form mal Pause machen. Echt, ich. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Scheiße, die ich für euch tue. Ich fühle mich hier wirklich, 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 wirklich furchtbar und auch ein bisschen krank und. Das Foto, was ich vor einer Weile gepostet habe auf Facebook, meine erste Reaktion auf Transformers, das sagt alles. Sagt alles. Akzeptiert meine Meinung oder halt nicht. Macht damit, was ihr wollt. Wenn euch der Film in irgendeiner Form gefallen hat, ich wäre neugierig darauf zu hören, warum. Halt, bitte erklärt es mir gut. Und ich sag nicht, dass ihr dann falsch liegt oder so, aber ich würde einfach gerne wissen, wie und warum. Also wie, was genau, wie, warum und was. Wäre einfach nett, wenn ihr mir das erklärt. Das wäre schön. Und sage ich halt nicht, dass ihr damit falsch liegt. Es ist toll, wenn es euch gefällt, aber kein Fan. Wir sehen uns bei der nächsten Review. Ich bin fertig und ich glaube, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Bis dann.